Guten Morgen, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Bedeutung unserer Hochschulen in Niedersachsen, glaube ich, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Und zwar in der gesamten Breite, in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, wie sie uns hilft, Zukunftsfragen zu lösen, Fortschritt für unsere Gesellschaft zu organisieren, wie die Hochschulen es schaffen, in der Breite unseres Landes, in der gesamten Fläche Fachkräfte auszubilden, die wir an allen Stellen dringend benötigen. Sie sind ein Ort für Diskurs, für Weiterentwicklung und damit überlebenswichtig für unsere Demokratie. Deswegen ist es aber auch so wichtig, dass unsere Hochschulen Planungssicherheit haben. Planungssicherheit und Autonomie, auch im Sinne des Grundgesetzes, 75 Jahre dieses Jahr. Planungssicherheit garantiert eben auch und die Freiheit durch das Grundgesetz fest verankert, auch wenn es offensichtlich manche auch in diesem Haus damit etwas problematisch halten. Planungssicherheit heißt an der Stelle, dass wir in einem ganz wesentlichen Punkt für die Hochschulen, nämlich in der Frage, wie eigentlich Personalmehrkosten aus Tarifabschlüssen sich auf die Arbeit der Hochschulen auswirken, wie wir damit umgehen. Das, was dieser Hochschulentwicklungsvertrag macht, ist für die nächsten Jahre, und wir haben es gehört, bis weit in die nächste Legislaturperiode hinein, Sicherheit für die Hochschulen zu geben, dass die Mehrkosten beim Personal nicht zu einer Einschränkung der inhaltlichen und qualitativ wichtigen Arbeit der Hochschulen führen. Das ist ein wichtiges Signal für die Planungssicherheit, meine Damen und Herren. Und Herr Hilmer, ich würde Ihnen einfach noch mal ans Herz legen, wenn Sie sagen, es gibt da ja gar keine Verlässlichkeit, der Landtag wäre nicht befasst am Ende. Vielleicht als kleine Lesehilfe an der Stelle. Schlagen Sie Artikel 17 auf, da steht in Kraft treten. Dieser Vertrag tritt nach Unterzeichnung und Zustimmung des Niedersächsischen Landtags in Kraft. Ich verstehe nicht, was Sie nicht gelesen haben oder inhaltlich an der Stelle vielleicht nicht verstanden haben. Es wird einen Beschluss dieses Landtags geben und das ist die Voraussetzung, damit dieser Vertrag nämlich genau in dieser Verlässlichkeit, in dieser Stabilität in Kraft tritt. Das steht drin, das müssen Sie anerkennen, meine Damen und Herren. Und es ist wichtig, und es ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir mäßigen uns jetzt mal wieder ein bisschen. Der Herr Minister hat das Wort und unsere Aufmerksamkeit, das gilt auch für die Vizepräsidentinnen Jansen, Kutsch und Nacke. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich immer über die Leidenschaft für die Hochschulen hier im Haus. Ich teile die. Insofern ist natürlich auch die lebhafte Debatte schön. Aber meine Damen und Herren, es ist ja wichtig, dass wir hier an der Stelle, und das ist ja ein wesentlicher Kern von Wissenschaft, am Ende eben Fakten sprechen lassen. Und die stehen hier drin. Insofern, glaube ich, ist es eindeutig. Das Weitere, und es ist angesprochen worden, was wir hier mit dem Hochschulentwicklungsvertrag tun, ist, die Weichen zu stellen, Fahrtentscheidungen festzulegen für die Autonomie, das heißt Eigenständigkeit der Hochschulen. Wir haben eben in den letzten Jahren, und wenn dann hier vieles kritisiert wird, dann frage ich mich, warum in den letzten Jahren der Hochschulentwicklungsvertrag ja nur fortgeschrieben worden ist unter meinem Vorgänger, der ja aus Ihrer Fraktion kommt und eben nicht komplett neu aufgesetzt worden ist. Das wäre ja die Chance gewesen, all die Dinge, die Sie ansprechen, zu verankern. Insofern hatten wir die Kraft, es eben neu aufzusetzen und mit der Autonomie der Hochschulen tatsächlich ernst zu machen. Es wird in Zukunft so sein, dass die Gestaltung der Studiengänge eben in der Verantwortung der Hochschulen liegt. Das ist wichtig, um gerade auch die Geschwindigkeit in der Anpassung bei den Studiengängen zu verankern. Etwas, was dringend notwendig ist in Zeiten von sinkenden Studierendenzahlen, auch aufgrund der Demografie, damit wir eben hoffentlich gegen den Trend in Niedersachsen gewinnen bei Studierenden. Deswegen ist die dezentrale Verantwortung wichtig. Und es ist wichtig, dass wir damit Bürokratie reduzieren. Es ist beispielsweise bei den Berufungen von Professorinnen und Professoren so, dass sie sowohl in der Frage der Ausschreibung als auch am Ende in der Frage der Berufung immer noch mal Parallelprozesse bei uns im Ministerium bisher hatten. Das ist nicht effizient. Nachdem die Hochschulen all das eben qualitätsgesichert in ihren eigenen Strukturen eben schon abgebildet haben, braucht es eben keine weitere Struktur. Auch das ist ein Thema, was wir an die Hochschulen verlagern werden, im Sinne der Autonomie, im Sinne der Bürokratiereduzierung und damit eben im Sinne der Schlagkräftigkeit
unserer Wissenschaft in Niedersachsen. Wir werden, und auch das ist angesprochen worden, bei der Frage des Bauens mehr Kompetenz, mehr Verantwortung an die Hochschulen übertragen, indem wir eben auch die Teilübertragung von Bauherreneigenschaften verankern. Wir werden in der Frage von Geschlechtergerechtigkeit uns auf die Absprachen mit den Hochschulen verlassen können, weil wir verantwortungsvolle und verlässliche Partner haben. Und was notwendig ist, das mag ja manche vielleicht hier noch nicht überzeugt haben, aber ich mache es Ihnen einfach mal deutlich, wir sind gerade bei der Anzahl der Professorinnen bei unter 30% an den niedersächsischen Hochschulen. Das ist besser als der Bundesschnitt, aber es ist mit Sicherheit mit 30% nicht das, was wir uns als Parität vorstellen. Das ist eine Verbesserung in den letzten 20 Jahren um rund 15%. Wir haben es geschafft, es zu verdoppeln. Zeigt aber auch, dass das Engagement der Hochschulen notwendig ist, dass das Engagement des Landes notwendig ist. Und wenn ich darauf verweisen darf, dass gerade bei der letzten Runde des Professorinnenprogramms die niedersächsischen Hochschulen mit allen ihren Anträgen erfolgreich gewesen sind, damit Bundesförderung einwerben und wir es als Land kofinanzieren, zeigt es eben auch sehr konkret, dass die Erfolge, die wir machen, Wirkung zeigen. Und das ist notwendig an unseren Hochschulen, meine Damen und Herren. Dieser Hochschulentwicklungsvertrag ist ein Meilenstein in der weiteren Ausgestaltung. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir ihn gestern unterschreiben konnten. Es war ein sehr partnerschaftlicher Prozess mit den Hochschulen und den anderen Ministerien. Vielen Dank auch dafür. Es ist notwendig, Danke zu sagen, gerade auch an die Landeshochschulkonferenz, stellvertretend Frau Professorin Menzel-Riedel, aber auch Frau Knackstedt möchte ich erwähnen, als Mitarbeiterin der Geschäftsstelle. Vielen Dank an mein Haus, die sich sehr intensiv darum bemüht haben, um hier in einem partnerschaftlichen Prozess ein tolles Ergebnis zu bekommen. Es ist wichtig für die Hochschulen. Ich freue mich auf die Beratung im Landtag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Moors. Weitere Wortmeldungen liegen mir zu dieser Aktuellen Stunde nicht vor, sodass ich sie schließe und die Besprechung zu dem Antrag der Fraktion der CDU in der Drucksache 19.